Willkommen auf der Satox, heute mit The Ancient Marcus Bright, beziehungsweise die Braut des Markius. Ich weiß nicht, warum Kasi das nicht unter dem Titel hier veröffentlicht, zumal sie den Titel richtig offiziell gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das Ganze ist das erste Volume mit Sammelschuber. Das haben sie hoffentlich nicht angeklebt. Nein, sie haben. Natürlich auch mit den schönen festklebenden Klebepunkten, weil man ja dann so einen schönen Schuber auch ganz lässt. Und na, ganz toll. Jetzt ist hier schon ein Stückchen Farbe abgegangen. Also sehr gut gemacht, Kasi. Warum auch gerade vorne? Man hätte das ja auch einfach locker lassen können oder einfach hinten ankleben. Ach man, das ärgert mich jetzt. Ansonsten ist der Schuber sehr schön. Man sieht ja auch die glänzende Schrift und die glänzende Versierung ringsherum. An der Seite auch und hinten auch. Und ja, gucken wir mal, was uns denn hier alles erwartet. Ich hatte mal die ersten zwei Folgen, die erste Folge oder so habe ich mal geguckt, aber dann habe ich es irgendwie total aus den Augen verloren. Aber ich habe nur von einem gehört, dass es sich auf alle Fälle lohnt, die Serie. Ja, hier haben wir drauf Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Eier wahrscheinlich. Und das sind die ersten sechs Episoden. Das Format ist 16 zu 9 Full HD. Und 2.0er Ton ist dabei. Als Extra sind noch Clean Opening und Clean Ending dabei. Aber das ist ja bei jeder Serie mittlerweile der Fall. Dann. Das erste Volume ist im fast gleichen Design. Natürlich ist jetzt die normale Farbe auch glänzend im Vergleich. Na gut, hier ist auch glänzend. Ja, dann das Innere ist auch im gleichen Design. So sieht das Ganze dann aus. Und wir haben zwar Hüllen, wo eigentlich noch was reinpasst, aber da ist nur Werbung drin. Also kein Booklet. Nichts anderes. Und dahinter stehen noch die Episoden. Dann nehmen wir nochmal die Disk richtig rum. Und ja. Und das war es auch schon, was es da zu zeigen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich versuche, das noch umzutauschen, weil es ist nicht schön. Es ist schade, dass es immer noch diese Scheißklebepunkte verwendet werden. Können die sich nicht alle ein Beispiel an KSM nehmen, wo die Dinger fast von alleine abfallen, aber trotzdem halten? Aber naja. Damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.